Hier vorne ist so ein Heiligtum, keine Ahnung. Wir haben endlich einen Supermarkt gefunden. Er hat uns dann in der Mischung aus Spanisch, Englisch und Französisch oder was auch immer, keine Ahnung, hat er irgendwie aufs Auto gezeigt und irgendwas gesagt, was wir interpretiert haben in Richtung I love your Golf oder sowas. Guten Morgen, wir sind an unserem neuen Schlafplatz aufgewacht und ich kann ja hier schon mal kurz was so rauszeigen, aber durch die abgedunkelte Scheibe sieht es richtig noch düster aus. Wir haben auf jeden Fall hier vorne eine krasse Aussicht und hier ist dieser Radiomast, von dem ich gesprochen habe. Genau, und hier hinten ist der Spielplatz, aber das kann euch Philipp bestimmt noch mal von draußen zeigen. Und wir sehen dann mal zu, dass wir heute SIM-Karten kriegen und vielleicht was einkaufen. Je nachdem, ob die Läden heute schon offen haben. Aber SIM-Karten kriegt man wahrscheinlich auch an der Tankstelle. So, ich hoffe, ihr seht mich. Wenn nicht, ihr hört mich. Ich zeige euch jetzt mal den Schlafplatz, weil Philipp ist mit Karl schon auf dem Spielplatz. Oder auf dem Weg dahin. Ich sehe die jetzt gerade gar nicht. Ich muss gerade nur eben den Autoschlüssel noch einpacken. So, also, falls ihr mich bis jetzt noch nicht gesehen habt, das bin ich. So, unser Auto steht hier am Rande von einer kleinen Straße. Ach, da, oh süß, da ist Karl auf dem Wackeltier und los, ne? Ah, der steht dahinter. Okay, also hier ist das Auto. Hier, ich weiß nicht, ob man hier hinten überhaupt noch wohin kommt oder, also vielleicht unbefestigt oder so. Genau, hier ist das Auto, dann sind hier so Picknickbänke. Hier vorne ist so ein Heiligtum, keine Ahnung. Und hier ist ein Radiomast, den habe ich euch hier schon, glaube ich, dreimal gezeigt. Und hier hat man einen unglaublichen Ausblick, zeige ich euch jetzt. Ist echt schön. Und man kann total weit gucken. Also, so sieht das aus. Und das Lustige ist halt, hier geht es steil runter nach hier unten. Und in Deutschland wäre hier alles sonst wie abgesperrt, aber hier, nö, braucht man nicht absperren. Hier kann man essen, fällt man hinten von der Bank. Und ja, echt schön hier, wirklich. Und der Ausblick ist super. Da hinten sieht es aus wie Regen. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welche Richtung das ist. Also ob das in die Richtung ist, in die wir fahren oder aus der wir gekommen sind oder weder noch. Genau, auf jeden Fall voll schön. Ich mache jetzt gleich nochmal ein Foto vom Bus mit meinem Handy. Wie der da hier so in den Bäumen steht. Und dann gehe ich mal noch zum Spielplatz. Zu den beiden. Nee, ich filme den Karl. Fürs Video halt von hinten. Ich wollte euch zeigen, wir haben endlich einen Supermarkt gefunden und heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag und er scheint offen zu haben. Philipp guckt jetzt gleich, ob die vielleicht nur kurz offen haben, weil da stehen so Sonderöffnungszeiten an der Tür. Und Philipp holt einen Wagen. Boah, ich habe mich heute noch nicht im Spiegel angeguckt, also ich gucke mich jetzt gerade im Spiegel an. Also zur Aufklärung der Tatsachen oder wie man das nennt, Erklärung der Tatsachen. Wir sind gerade in Teruel oder sowas, oder wie hieß das? Was auch ich immer. Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall waren wir einkaufen. Was wir gekauft haben, können wir euch nachher zeigen, wenn wir unseren Schlafplatz... Donuts. Zum Glück kein Müll. Ach du Scheiße, wenn wir unseren Schlafplatz gefunden haben. Auf jeden Fall seht ihr schon, Philipp hat Schokomilch und Donuts. Hoffentlich sind das auch richtige Donuts. Ich hoffe stehen nicht nur Donuts drauf. Steht Donuts und auch ein Bonbon drauf. Na super. Dann waren wir jetzt hier in der Stadt auf der Suche nach einer SIM-Karte, haben auch eine gefunden, haben jetzt 15 GB und sind insgesamt noch 11 Tage im Urlaub. Ich glaube, das funktioniert auch im Ausland, das theoretisch in der EU. Das heißt, wir könnten es wirklich die ganzen 11 Tage nutzen. Und vorhin, als wir hier geparkt haben, hat hier einer rangiert und ich dachte erst, er möchte... dass Philipp ihn hier
einweist, beziehungsweise halt guckt, oder wollte er auch, ne? Nee, Schranken weist. Nein, wollte er nicht. Ob er rumkommt. Wollte er nicht, habe ich ihm auch gezeigt. Ach so. Er wollte was anderes. Er hat uns dann in der Mischung aus Spanisch, Englisch und Französisch oder was auch immer, keine Ahnung, hat er irgendwie aufs Auto gezeigt und irgendwas gesagt, was wir interpretiert haben in Richtung I love your Golf oder sowas, keine Ahnung. Ich habe North verstanden, weil er nach oben gezeigt hat. Er hat den Himmel gezeigt und für mich North oder Gott. Dass oder wir aus dem Norden kommen oder was? Ich weiß es doch nicht, aber so aus dem hohen Norden kommen wir auch nicht. Dort ist ein anderer Camper, wenn ihr es nicht seht, ich versuche mal irgendwie in dem Schnittprogramm irgendwas zu finden, dass man das so sehen kann. Kann man das? Ja. Gut. Hä? Warum soll man es nicht können? Na, dann wird es halt hässlich, qualitativ. Ja. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Wir stehen hier an einem Stausee, mehr können wir euch auch nicht dazu sagen. Wir sind nicht mehr allzu weit. Ach so. Was? Ich habe es halt unwissend. Wir sind nicht mehr allzu weit weg vom Mittelmeer. Echt? Cool. Ja. Sag mal. Morgen sehen wir das Mittelmeer und jetzt zeigen wir euch mal, was wir eingekauft haben. Es gibt jetzt ein Supermarkt-Haul. Wir haben Donuts gekauft. Ich glaube, die habt ihr vorhin schon gesehen. Alle einzeln verpackt. Das ist hier aber mit dem Müll und so weiter eben ein bisschen anders. Dann haben wir ein Vollkorntoastbrot mit 15, wie sagt man, Getreiden. Dann haben wir hier ein Vollkorntoastbrot. Mit 14 Getreiden? Ja, weiß ich nicht. Ist halt ein anderes, auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir eine Haarmilch. Und zwar für den Eierkuchen oder die Eierkuchen, die wir eines Tages machen werden. Philipp hat sich einen Pfirsich-Eistee ausgesucht. Irgendwas ist hier nass. Vielleicht hat der Karl hier vorne rumgesabbert. Dann haben wir einen Bananensaft. Windeln. Dann haben wir hier zwei 8-Liter-Kanister. Hier zum Größenvergleich unser 5-Liter-Kanister Wasser, den wir vorher hatten. Also das jetzt ein bisschen mehr. Genau, und wir haben schon, also wir haben hier unseren 15 Liter Kanister, den haben wir zu Hause mit Leitungswasser vollgemacht, der war schon einmal leer, dann haben wir den einmal aufgefüllt in Frankreich, dann haben wir einen 5 Liter Kanister, also von denen hier schon leer gemacht und der ist jetzt fast leer, deswegen denken wir, dass wir damit erstmal nochmal ein Stück hinkommen. So, dann habe ich hier eine Gemüsecremesuppentüte, die wir wahrscheinlich aber nicht als solche verwenden werden, sondern eher an irgendein Gericht. Philipp hat sich einen Ziegenkäse ausgesucht. Dann haben wir feuchtes Toilettenpapier, Zitronenfanta, Feuchttücher für den Karl. Ist halt leider ein bisschen blöd. Es gibt nur welche mit Parfüm. Also wir haben jetzt einfach zwei verschiedene gekauft und gucken mal, ob er die verträgt. Ich sag mal so, wir können auch morgen noch mal in eine Drogerie fahren, da gibt es bestimmt mehr Auswahl, aber wir haben noch nie was mit Parfüm bei ihm probiert. Einmal aus Versehen, aber da konnten wir ja keine Langzeitwirkung feststellen, aber wir wollen es einfach aus Prinzip nicht. Jetzt gucken wir einfach ansonsten, weil wir können die dann auch nehmen, zum Beispiel um ihm die Hände abzuwischen nach dem Essen oder um sie für uns als feuchtes Toilettenpapier oder was auch immer zu verwenden. So, dann haben wir, es gab es leider nur im Dreierpack, passierte Tomaten, dreimal. Also wird es öfter Nudeln geben. Dann ein Dreierpack Mais. Finde ich auch schade, dass die drei kleinen Dosen statt einer großen machen. Und dann ist das auch wieder sehr viel Müll. Dann für unseren Müll haben wir Müllbeutel. Dann haben wir hier so Babyjoghurt gekauft, ja, lass mal bitte stehen. Weil der ja nicht kühl stehen muss, also den essen wir alle. Und Bananen und eine Riesentomate, auf der Karl vorhin im Einkaufswagen gesessen hat, die riecht echt gut, die deswegen ein bisschen platt gedrückt wurde. Genau, ich glaube, das war's. Wir haben noch ein bisschen was auf der Fahrt schon gegessen. Wir schauen jetzt mal, was wir zum Abendbrot essen. Ist schon Essenszeit? 18.
18:36. Also irgendwann demnächst ist erstens Zeit. Yeah.